Emma Joa bei VfL TV. Emma, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Tor heute. Das Tor nochmal aus deiner Sicht. Stell's einmal da. Ja, war großes Spiel, den Ball rein. Und ich sehe einfach, gut, muss jetzt durchziehen. Und renn dann einfach los und versuche den Ball irgendwie über die Linie zu drücken noch mit letzter Kraft. Und das hat geklappt. Die Fans werden sagen, mein Gott, warum fällt er denn manchmal die falschen Entscheidungen? Ist das, bei dir wirkt das manchmal so, zwei Möglichkeiten und ich weiß nicht so richtig, was ich nehmen soll. Täuscht dieser Eindruck? Oft stimmt das auch. Man muss dann halt so schnell gehen und das sehe ich dann auch selber, wenn ich mir die Spiele im Nachhinein angucke, denke ich mir so, Junge, was machst du da? Im Spiel ist dann so, ja, da ist halt, ich sag mal so, schlecht gelaufen. Und dann muss man aber halt einfach gucken, dass man sich wieder auf die nächste Situation konzentriert. Trotzdem, mein Gott, Tor gemacht und das war spielentscheidend heute, würde ich mal sagen, das Tor zum 2:0. Grundsätzlich das Spiel aus deiner Sicht, es war, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Spiel. Der Gegner war doch sehr, sehr, sehr defensiv eingestellt hier an der Bremer Brücke. Ihr brauchtet ziemlich viel Geduld heute, ne? Groß Asbach hat es gut gemacht, stand hinten gut, haben gut verschoben, gut zugestellt, haben uns wenig Möglichkeiten gelassen nach vorne. Da war es halt ganz wichtig, dass wir da einfach die Geduld behalten, dass wir nicht auf einmal hektisch werden, nicht hinten aufmachen. Am Ende wurden wir dann dafür belohnt. Ich habe zu Danne eben gesagt, aus meiner Sicht war es eine erwachsene Spielführung. Also sprich im Sinne von nicht überhasten, nicht überpacen, die Möglichkeiten suchen, Geduld zu zeigen. Diese Souveränität, die in so einer Spielführung drinsteckt. Habt ihr euch hier erarbeitet über die letzten Spiele oder was würdest du sagen, wo kommt ihr her? Ja, ich denke, dass sie schon, dass sie ein Stück weit in uns steckt. Aber halt, dass sie in den letzten Wochen, denke ich, dass uns das auf jeden Fall gut getan hat. Und das dann einfach noch positiv bestärkt. Diese Ruhe dann am Ball zu haben oder generell im Spiel nach vorne diese Ruhe auszuüben und einfach so, ja, dieses Selbstvertrauen zu haben, so okay, egal wie lang das Spiel geht, wir erarbeiten uns die Chancen schon. Kann auch, wenn es dann wie letzte Woche in der 90. plus 2 ist, wir wissen einfach, okay, wir haben die Qualität zu jeder Zeit nochmal eine 100%ige Chance rauszuspielen. Stichwort Qualität, nächste Woche nach Erfurt. Wie groß siehst du die Chancen auf den dritten Auswärtssieg der Saison? Ich denke, unsere Chancen sind gut. Wir haben sowieso noch was gut zu machen von der Hinrunde, sind jetzt gut drauf im Moment. Alles andere wird sich dann zeigen. Wir sehen uns weiter in Thüringen. Emma, vielen Dank. Glückwunsch nochmal zum Tor. Dankeschön.